So, ich habe aber die Musik auch trotzdem noch ein bisschen leiser gemacht. Jetzt müssen wir hier natürlich einmal wieder gucken. Blendet zu. Der wichtigste, der läuft noch am aktualisieren. Dann kann es losgehen. Jetzt muss ich lieber auf Franchise gehen. Ich habe mir privat jetzt auch wieder einen Zoo gebaut. Und ja. Das wird noch eine Überraschung werden. Vielleicht zeige ich irgendwann mal den privaten Zoo, den ich da gerade gebaut habe. Oder gerade am Bauen bin. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es gar nicht schlecht. Aber an den Jahreszeiten so kommt er noch nicht ran. Sind auch erst zwei Gehege drin. Hier sind, glaube ich, 20, 22 Tiere, glaube ich, schon. Also, ja. Ah, mal gucken. Ich habe jetzt auch noch eine Möglichkeit gefunden, wie wir die Wege noch breiter machen können. Will ich gleich auf jeden Fall mal ein bisschen dran rumbasteln. Dann hatte ich mir noch gedacht, dass wir ein neues Fahrzeug in den Zoo einbringen. Ich weiß aber noch nicht, wie wir das alles bewerkstelligen. Und Felsbearbeitung liegt heute natürlich noch an. Weil das da reicht noch nicht. Das gefällt mir noch nicht alles. Ich muss hier noch einmal komplett rumgehen. Oh, und die ewige Misere mit den Stromquellen. Wir hätten so ruhig ein bisschen länger haltbar machen können. Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Die Effekte können ruhig anbleiben. So, Musik. Alter, Alter, was ist denn hier für ein Gewusel drin? Alter, der wird einfach aufgefressen. Alter. Ist stark, oder? Ach! Wie blöd bin ich denn? Splitzchen auf. Ey! Sag mal! Breit bitte nicht. Machen wir einmal kurz so. Ich will den Negativeffekt nicht. Ja, geil! Das leuchtet. Das fällt mir gerade das erste Mal auf, dass das Ding leuchtet hier am Spielplatz. Da haben die Kinder bestimmt ihren Spaß dran, wenn das nachts dann am Funkeln ist. Ich weiß nicht, irgendwas gefällt mir da noch nicht ganz. Oh. Ich muss hier auch noch die Stelle finden, wo die Elefanten ausbrechen. Es gibt ja Spielplätze. Nee, das ist selbst gebaut. Das ist tatsächlich selbst gebaut. Also nicht von mir selbst gebaut, das ist was ich aus dem Workshop habe. Aber ich fand's cool. Aber wäre echt so eine geile Idee, dass wir wirklich mal so einen richtigen Spielplatz reinbauen. Aber der ist leider aus dem Workshop. Aber ich fand die Idee halt so cool, irgendwie mal so einen kleinen Spielplatz, auch wenn man ihn nicht benutzen kann, einfach mal reinzusetzen. So. Das ist die Gondel. Ich überlege gerade, wo wir am besten mit der Safari-Fahrt. Ich kann einmal kurz zeigen, was ich mit Safari-Fahrt meine. Wir haben ja hier 5 Fahrzeuge. Die hätten wir hier noch ein weiteres reinpacken können. Hier diese Jeeps. Die hätte ich gerne hier, weil die passen eigentlich mega gut zum Afrika-Bereich. Ich habe mir dann halt, wobei das hier halt auch mega geil wäre. Weil das Boot wäre halt auch mega geil. Die Dampflok will ich auf jeden Fall, also die wird auch nur in anderen Regionen fahren. Aber ich habe mir gedacht, hauptsächlich im Winterbereich. Die hier fährt ja hauptsächlich im Frühling und halt ein bisschen in anderen Gebieten auch rum.
Die hier könnte dann eventuell für den Herbst. Ja gut, und Sommer könnt ihr euch überlegen, ob wir den Dieb oder das Boot nehmen wollen. Warte mal. Kann ich das eigentlich machen, dass ich eine Umfrage für länger starte? Ah, nee, länger als 10 Minuten geht's leider nicht. Schade. Ah, das ist doof. Das ist doof. Nee, dann weiß ich das noch nicht. Dann machen wir das erst, wenn wir soweit sind. Weil ich dachte, ich könnte jetzt halt so eine Umfrage starten, die halt ein bisschen länger hier geht. Damit man auch genug Zeit hat, sich da was auszusuchen. Nicht abhetzen muss. Aber dann warten wir damit noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die Felsbearbeitung. Ein bisschen das, was mir am wenigsten Freude bereitet. Das wird schön, das wird schön, das wird nicht schön. Das sind Wüstenfelsen, das sind Savannenfelsen. So kann ich die... Ja, hier unten kann ich so reinpfeffern. Das ist gut. Dann machen wir hier so eine Art Treppe hin. Kann ich hier unten dann schon? Ja, hier unten kann ich dann... Aber warum kann ich... Jetzt. Ja, jetzt funktioniert. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich... So. Ich weiß nicht, warum manchmal... Genau so möchte ich es so haben. Dann einfach wieder jetzt nach oben und nach unten, das nervt mich halt so ein bisschen. Ja, das ist klein. Das ist so ein Rüppel. Rüppel brauche ich nicht. Oh. Noch einfach hier. Nein. Ein bisschen Sand kann ja da ruhig zwischen sein, ne? Das hier wäre doch auch noch ganz, ganz cool. So. Und es ist schon wieder irgendwo eine Einrichtung ausgefallen. Das habe ich ja besonders gerne. Wie so ein Fuß. Ein bisschen. So. Kann ich einmal hier so ein bisschen Sand drauf pfeffern?
Und vielleicht einmal glätten. Sieht das nicht ganz so scharf kantig aus hier. Ist ja schon besser. Gut, da drin kann es ruhig so bleiben. Da drin würde ich jetzt auch nicht so viel ändern, oder? Da drin vielleicht noch ein paar Lämpchen. Oder warte mal, ich habe eine perfekte Idee für drin. Ambiente. Huch. Das geht da runter. So. Wir hätten hier halt Rauch. Das Rauch. Das ist ein Rauchstoß. Ja gut, Schneefall brauchen wir nicht. Für Schneefall ist es dann hier doch so ein bisschen. Wehender Staub. Wehender Schnee. Fallende Blüten. Nebel. Nebel riesig. Oder? Kriege ich es hin, dass es an der Decke ist? Ja. Also ich finde, das sieht gut aus. Gut, vielleicht ein bisschen viel, aber... noch so ein bisschen Rauch, was rauskommt. Huch. Ja, doch, ich glaube. Ich glaube, das wird ganz gut. So. Felsen. Ich kriege jetzt schon zu viel von dieser Felsarbeit. Also Sachen, die gefallen mir überhaupt nicht. Nein. Aus. Das ist jetzt am hier. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Ah, da ist wieder irgendein Tier vor der Inzucht. Schaffe ich aber, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig. Naja. Müssen sie halt einfach mal durch. Vielleicht haben wir auch dafür wieder Zeit. Besser ist es hier nur wahllos zusammengewürfelt. Das soll noch so ein bisschen mit Pflanzen auskleiden. Ich muss jetzt einmal mich ganz kurz um die Tiere kümmern.
Was hier zu viel, was zu wenig und... Flachlandgorilla, okay. Was haben wir denn hier noch? Ein Tier, was schnell geht? Na gut, die Galapagos, ne? Die haben wir noch nicht zu Ende erforscht. Wie viele Tiere wir schon haben. Gut, und die Tiere haben wir noch nicht dran. So, was haben wir denn hier? Euch kann ich ins Handelszentrum schicken. Bei den Elefanten ist alles gut. Bei den Schildkröten. Wir brauchen einen Binturong. Ein Binturong, der im Gorilla-Gehege ist. Okay. Die Orang-Utans sind immer noch nur zu zweit. Oh Gott, die großen Krokodilmassen hier. Ja, die kriege ich so schnell hier nicht aus dem... aus dem Zoo raus. Die Erdmännchen. Die eigentlich auch einmal ins Lager packen. Und dich kann ich auch mit reinpacken. Ach du grüne Neune. Warum habe ich so viele Tiere? So, jetzt war das Handelszentrum. Da kann ich aber ganz kurz welche auf die Liste hier setzen. Handeln. Am besten heute noch. Weil wir brauchen Punkte. Einmal möchte ich heute noch einen neuen Elefanten kaufen. Und noch einen Orang-Utan. Also das war ein Jungtier. Huch. Ganz ehrlich, euch kann ich auch einfach... aussetzen. Also was heißt aussetzen? Einfach freilassen. So. Die hier kann ich... handeln. Wir hier bringen auch nicht so viel. Also ich auch bitte einmal weg. Jetzt einmal freilassen. So, dann kann ich einmal ganz kurz nach einem Binturong suchen. Nur die Frage, was fehlte uns? Ich glaube männliches Tier. Ja.
Komm. Anzusenden. Warum habe ich das hier Gorilla-Gehege genannt? Ich bin Turin, genau. Ja, Turin. So. Sehr schön. Das da ist Gorilla. Wo ich eine Techniker mal bräuchte. So. Wunderbar. Und hier unten muss ich auch noch mal so ein bisschen dekorieren. Und wir machen das mal fertig. Jetzt ist australisch. Gut. Oh, wollen wir die Savannenfelsen hier? Ich habe so Festbearbeitung, habe ich das mal erwähnt? Das ist so das Schlimmste eigentlich. Ich weiß, ich könnte es auch lassen, aber das sieht doch nicht schön aus. Ich will lieber jetzt zur Nüsse raus. Wir hätten noch neue oder größere Varianten für dieses Felsen machen können. Jetzt was ist mal los hier? So. Das lockern wir dann später, das mit Pflanzen auf. Wenn ich dann noch irgendwie einen kleinen. Aber so, dass man da die Säule nicht mehr ganz so sieht. Damit. So.
So. Scheiße, sieht alles mal gleich aus. Ja. Können wir da nicht noch... Wenn man das für ein komisches Tier gerade war, aber... Okay. Wo ist denn das? Nee, das ist das. Okay, hier weiß ich diesmal, wo sie entkommen sind. Die Techniker will nicht kommen. Dann müssen wir hier einfach mal einen hin. Wäre, nehme ich doch mal ganz schön dringend. Ich habe doch extra hierfür einen eingesetzt beim letzten Mal. Siehst du das, wenn das da oben ist? Ja, die Elefanten sind halt gekommen. Die Mauer hier war kaputt. Oder sie haben sie eingeschlagen, das kann natürlich auch sein. Hier überall noch mal so ein paar Dinger hin. Die da stört es nicht, glaube ich. Hier hinten müsste es, glaube ich, noch die Viecher stören. Wenn ich wüsste, da. Nein, nicht am Baum. Aber Benjamin läuft auch frei rum. Ich glaube, die Besucher finden das nicht ganz so witzig. Die laufen immer so panisch weg. Ich glaube, die mögen keine freilaufenden Elefanten. Nein, nicht wieder an den Baum. So. Huch. So kann es jetzt mal aufhören zu schneien, so kann man nicht arbeiten. So, jetzt regnet es, so kann man auch nicht arbeiten. Potters, du bist in meinem Zoo. Ich bin dein Frühjahrsbereich. Was bist du denn? Da! Natürlich, mal wieder in der Fressbude, ey. Natürlich steht deiner Fressbude. Wo auch sonst? Modus kann wieder auf voller Höhe überzeugen. Bist du sicher?
Okay, das war's. Mehr können wir leider nicht begrüßen. Die 1200 Gäste. Heftig. Oh, mein einer kleiner Panda ist verstorben. Toll, und auch noch genau vor den Zuschauern. Oh. Die erinnern mich irgendwie ein bisschen an Salem. Huch. Der simuliert doch. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Habe ich da überhaupt noch welche drin? Oh ja, Alter! Warum habe ich hier so viele Viecher drin? Die liegen hier auch alle eingekuschelt, außer er hier. Achso, sie. Außer sie. Hm? Wie das aussieht. Oh mein Gott. Statt dass sie hier draußen mal rumlaufen. Diese... Hallo! Frisches! Mama, noch nicht meine roten Pandas. Kleinen Pandas. Gut, so. Natur, warte mal, was haben wir denn hier? Oh, toll. RIP. Danke für 100 Sitzfrisches. Was war denn mal ein Kontinent? Afrikanisch. So, was können wir denn hier mal an... Was gibt's in Afrika? Okay. Setzen wir hier mal ein paar Pflänzchen rein. So ein Affenbrotbaum. Ja, der kommt da hin, ne? Sieht doch gut aus.